Als letztes haben wir uns das Besonderes aufgehoben. Dieses Experiment ist angelehnt an eine mittelalterliche Exekutionsmethode. Wir nehmen einen Tennisball. Der Tennisball kommt in eine Kanone. In diese Kanone füllen wir dann ein bisschen Wasserstoff, ein bisschen Sauerstoff ein. Dann hängen wir davor den zu exekutierenden X-Men. Der Ball wird mit einer Geschwindigkeit von ca. 574 km pro Stunde auf den X-Men treffen. Und dann schauen wir uns mal das Ergebnis dessen an, was dabei passiert. Das wird mittelmäßig laut, also man kann sich darauf zuhalten. Wie gesagt, der Splitterradius ist ungefähr bis in die 5., 6. Reihe. Einen wird es treffen, also auf den Ball. Aber fast sind schon 500 km pro Stunde. Ich habe das Privileg. So, wir müssen noch ein bisschen warten, ne? Ja. Du sagst, wir müssen einschalten, ja? Wir versuchen es auch ein neues. Platz, können wir spielen? Thank you.
erstmal großes Dankeschön an Agent Peter. Wir haben live das Ableben eines der schwierigsten, eines der bösen, boshaftesten X-Men erlebt. Gut, wir sind eigentlich fast am Ende der experimentellen Ergebnisse, die ich Ihnen erzählen wollte. Jetzt müssen Sie selber die Frage stellen. Möchten Sie den Effects beitreten, Ihren Beitrag leisten zum Ableben dieser gefährlichen Aliens? Oder aber, wer meint, das ist einfach nur Unfug, was der Schulter gerade erzählt hat, oder was Diana Ihnen hier vorgezeigt hat? Oder aber, ich möchte meinen Weihnachtsfest wieder so haben wie früher. Ich möchte wieder an den Weihnachtsmann glauben. Für den letzteren Fall, den bitte ich, einfach mal jetzt der Jana in die Augen zu schauen. Und machen das ganz dunkel. Alle anderen, die rekrutiert werden sollen, ja, ich setze jetzt mal eine Brille auf. Und schauen Sie die Jana. Das war die mittelalterliche Methode des Neutralisierens. Agent Maxim hat ein super Spielzeug. Frisch importiert aus Amerika. Agent Pete hat das mitgebracht, hat es dort konzipiert und auch gebaut, zusammen mit dem Agent Bravo. Hallo, Herr Bravo. Yeah. Ich finde es wirklich schön. Das kann man auch ausfahren. Licht aus, Spot an. Gut. Das war's schon. Das war die Neutralisation. Hier am Ende der Weihnachtsvorlesung haben wir sehr gemütlich, sehr wohlwollend Weihnachtsdinge hier gerade besprochen. Liebe Kinder, ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen werden wir jetzt noch ein paar schöne Weihnachtsexperimente zum Ausklang machen, die wir jedes Jahr durchführen. Als allererstes haben wir schon eine chemische Weihnachtsbaum aufgebaut. Den beladen wir jetzt mit Kerzen. Aber wir haben natürlich ein bisschen andere Kerzen. Ja, wir füllen die Frau Bittner, ja, Frau Bittner befüllt jetzt das Kerzen. Agent Jane geht da jetzt nicht mehr. Wir sind ja alle wieder in dem Bereich der Weihnachtsvorlesung. Gut, wenn wir dann die Kerzen gefüllt haben, dann hoffen wir mal, dass der Weihnachtsbaum wunderschön brennt. In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen natürlich eine ganz gesegnete Weihnacht wünschen. Ich hoffe, Sie werden mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Freundinnen viele schöne Tage erleben. Wenngleich ich natürlich als Chemiker darauf hinweisen sollte, dass es keine Feiertage gibt ohne Chemie. Wir wachen morgens auf mit Chemie, wir leben den Tag in der Chemie, wir gehen schlafen mit der Chemie, wir träumen von Chemie. Das ganze Leben ist Chemie, wir sind Chemie. Im Namen des Instituts, im Namen aller Hochschullehrer, möchte ich Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann schauen wir uns einfach mal ein paar kleine Experimente zum Abschluss an. Und dann würden jetzt alle nach Hause kommen und das ist ein bisschen Spaß. Thank you.
Ende einer solchen Veranstaltung ist das Ganze da. Ich muss mich bei der ganzen Reihe von Kollegen bedanken. An erster Stelle natürlich bei Jana Fitter, die mir sehr viel Zeit für das Fitter und die ganzen Experimente durchführen. Also mein ganz großer Dank. Kommen Sie nach Hause und ein schönes Mal.